Der SPD-Politiker Hermann Scheer ist tot. Der Träger des alternativen Nobelpreises starb am Donnerstag im Alter von 66 Jahren in Berlin. Das teilte das Büro des Bundestagsabgeordneten am Freitag mit. Der Solarexperte Scheer war seit 1965 SPD-Mitglied und saß seit 1980 für die Sozialdemokraten im Bundestag. Von 1993 bis 2009 war er Mitglied des Parteivorstandes. Scheer setzte sich besonders für die Solarenergie als Ersatz für die Atomkraft ein. Wegen seiner Unterstützung von Andrea Ypsilanti und ihren rot-rot-grünen Regierungsplänen in Hessen war Scheer zuletzt in seiner Partei sehr umstritten.